Meine Waschmaschine. Geputzt habe ich sie noch nie, wobei ich weiß, dass sich an allen Teilen, die mit Wasser in Berührung kommen, auch Bakterien und Pilze wohlfühlen. Aber im Prinzip sieht sie doch sauber aus. An meinem Bullauge hängen viele Flusen, aber mein Spülfach? Nur ein paar Waschmittelreste. Auch dahinter so gut wie sauber. Okay, die Düsen sehen verkalkt aus. Auch das Flusensieb soll ein kritischer Punkt sein, also erstmal Wasser ablassen und damit auch Dreck. Das Wasser übrigens stinkt. Was erwartet mich beim Flusensieb? Klebrige Ablagerungen. Was sauber aussah, bedarf also doch einer Reinigung. Aber wie putze ich meine Maschine richtig? In Augsburg beim Verbraucherservice Bayern kann sich jeder Beratung holen. Könnte der Dreck in meiner Maschine zum Beispiel auch gesundheitsschädlich sein? Und natürlich gibt es bestimmte Mikroben, vor allem eben zum Beispiel Krankheitserreger wie der Fußpilz, die sich besonders hartnäckig in so Maschinen halten und eben auch gerade auf so Gummis bleiben. Und da muss man einfach einige Regeln beachten. Regel Nummer 1, das richtige Reinigungsmittel. Maria Leidemann verwendet eine Mischung aus Geschirrspülmittel und Zitronensäure. Die Zitronensäure deswegen, weil die schonend ist zu den Gummidichtungen. Also auf keinen Fall Essigessenz benutzen oder auch Essig. Die sind viel zu greifen, können die Gummidichtungen angreifen. Regel Nummer 2. Was wird geputzt? Alle Teile, die mit Wasser in Berührung kommen. Der Gummiring, ebenso das Spülfach. Den Bereich dahinter nicht vergessen und das Wasser ablassen. Wenn die Waschmaschine wäscht, dann bleiben danach immer ein kleiner Rückstand an Wasser übrig in der Waschmaschine zurück. Der sammelt sich hier unten eben, da ist so eine Wanne. Das ist wieder so ein Herd, wo man tatsächlich sagen kann, da können einfach bedenkliche Bakterien und Pilze sich bilden und stehen bleiben. Nach dem Wasserablassen noch das Flusensieb säubern. Regel Nummer 3, wie oft sollte ich reinigen? Flusensieb, Spülfach und Gummiring einmal im Monat. Außerdem nach jeder Wäsche den Ring trocken reiben, sowie Bullauge und Spülfach offen stehen lassen zum Austrocknen. Eine wichtige Regel noch zum Schluss. Extra Waschmaschinenreiniger oder Hygienespüler sind überflüssig. Stattdessen einmal im Monat eine 60-Grad-Wäsche mit pulverförmigem Vollwaschmittel. Weil dort ist Bleichmittel drin und dieses Bleichmittel desinfiziert mir die Waschmaschine. Wir kommen eben an viele Stellen gar nicht hin. Dort sammelt sich Wasser und das muss von Zeit zu Zeit wegen der Hygiene einfach gereinigt werden. Übrigens, das hier ist der Dreck, den ich am Ende aus meiner Maschine rausgeputzt habe. Für die Reinigung wurde es tatsächlich Zeit.